No-Go-Areas sind in Nordrhein-Westfalen ein Problem. Der Innenminister will dies nicht wahrhaben und die Landesregierung geht immer nach dem gleichen Muster vor. Erstens, Probleme ignorieren. Zweitens, Probleme verleugnen. Drittens, Probleme schönreden. Und viertens, hektisches Handeln, wenn der mediale Druck zu groß wird. Wir erleben leider, wie immer mehr Stadtteile, insbesondere im Ruhrgebiet und in unseren Großstädten, abrutschen und zu sogenannten No-Go-Areas werden. Und Innenminister Jäger redet die Lage schön. Er behauptet, die Polizei würde in jede Straße fahren. Das mag vielleicht so sein, aber die Polizei ist auch bewaffnet. Die Bürger hingegen trauen sich schon lange nicht mehr in gewisse Stadtviertel und schon gar nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen endlich eine Polizei, die materiell und personell gut ausgestattet ist und die vor allen Dingen die politische Rückendeckung dieser Landesregierung hat. Die Beamten, die jeden Tag ihre Gesundheit riskieren, die jeden Tag in den Einsatz gehen, brauchen unsere volle Rückendeckung.